Liebe Studentin, lieber Student, wir behandeln weiter Verben mit festen Präpositionen. Heute das Verb fehlen. Die Struktur jemandem im Dativ fehlt etwas, Nominativ. Oder auch es fehlt jemandem, Dativ, an etwas. Oder auch an jemandem. Die Bedeutung ist gleich. Bitte antworten Sie auf meine Fragen in ganzen grammatikalisch korrekten Sätzen. Nummer 1. Fehlt uns immer das nötige Kleingeld oder auch fehlt es uns immer am nötigen Kleingeld? Nummer 2. Fehlt es den Deutschen an Lebensfreude? Fehlt es den Deutschen an Lebensfreude? Fehlt den Deutschen die Lebensfreude? Nummer 3. Fehlt ihnen ihre Familie in ihrer Heimat? Nummer 4. Fehlt es in der dritten Welt an sauberem Trinkwasser? Nummer 5. Fehlen den Europäern Lebensmittel und Genussmittel? Nummer 6. Fehlt es dem Jungen an Mut? Nummer 7. Fehlt es heute vielen jungen Leuten an guter Schulbildung? Nummer 8. Fehlt vielen Menschen heute die Zeit für Ruhe und Entspannung? Nummer 10. Was fehlt Ihnen denn noch zu Ihrem Glück? Und Nummer 10. Fehlt es Ihnen an Fantasie und Kreativität? Hoffentlich nicht. Bis zur nächsten Übung, bis zur nächsten Folie verabschiede ich mich und sage Ihnen Tschüss.